Hallo, liebe Freunde der gepflegten Bastelkultur. Heute geht es um ein neues Modul für unser Eigenbau-Computersystem, die Powerbase. Ja, liebe Freunde, nun wieder mal zurück zum neuen Bastelprojekt. Wir hatten ja als letztes unseren Hive zusammengebaut. Ich habe natürlich schon Geräte und ich habe jetzt eine kleinere Sache. Da geht es mir einfach darum, für das Hive-System ein Netzteil in einem Modulgehäuse zu bauen und dieses Netzteil auch mit passenden Anschlüssen zu gestalten, sodass man mehrere Module oder externe Platinen, mit denen man dann experimentiert, mit Strom zu versorgen. Ja, ich habe das hier mal kurz übereinander gestellt. So soll das aussehen. Na, wir haben hier im unteren Teil, das ist der Hive, den ihr schon kennt. Hier oben ist der CPM-Puter und hier unten, das ist noch ein Leergehäuse. Ich habe es jetzt einfach mal nur runtergestellt. Ja, so stelle ich mir das vor. Und da kommt dann das Netzteil rein, sodass das dann ein bisschen ein einheitliches Bild gibt. Ja, da kommen dann nach vorne aus einen flachen Schalter, ja, zur Frontplatte, drei Stück. Und dann jeweils noch eine LED, dass man sieht, da kann man dann diverse Gruppen oder Module schalten. Ich werde dann verwenden, um die Spannung hinten am Netz herabzuführen, diese USB-Flachstecker. Es ist natürlich keine USB, ja. Und ich werde die Kabel auch anders konfektionieren, ja, sodass am anderen Ende hier nicht ein USB-Stecker ist, sondern dann dementsprechend Hohlbuchse, die ich ja dann immer verwende in den entsprechenden Modulen. Ja. Dann kann man dann selber die Kabel konfektionieren. Ja, das ist, warum nur diese USB-Stecker, weil sie halt recht kompakt sind. Ja, man kriegt übereinander drei so eine Buchsen. Das ist schon eine sehr schöne Sache. Und es gibt diese Stecker eben zum selber konfektionieren mit diesen Griffschutzhöhlen, mit diesen Gummihöhlen, und das baut sich einfach sehr gut, diese Kabel. Man darf es halt nur nicht mit USB verwechseln, ansonsten gibt es Ärger. Ja. Aber da es ja so wird, dass das andere Ende von diesem Kabel, von diesen Stromversorgungskabeln, da kommt ja dann diese Hohlbuchse ran. Ja, also eigentlich keine Verwechslung in dem Sinne möglich. Ich werde dann drei so eine Dreifachbuchsen nach hinten rausbringen und über drei Schalter schaltbar machen. Das heißt, man kann dann drei Gerätegruppen schalten. Ja, schön bequem von der Frontplatte aus. Ja. Für die Stromversorgung selber habe ich mir ein Netzteil besorgt. Das ist ein altes Notebook-Netzteil. Ja, also nicht intern, sondern ein externes Netzteil. Ich habe hier noch das Gehäuse. Ja, das ist dann hier so ein Universalnetzteil. Da unten ist auch ein passender Schalter, so ein Drehschalter. Und da kann man das dann, hier ist es beschriftet, kann man dann zwischen 6 Volt und 15 Volt einstellen. Ich werde dann auch nach unten an dem Modulgehäuse einen Durchbruch lassen, dass man das dann noch einstellen kann, ne? Und dann noch beschriften passend. Ich denke mal, ich lasse das auf 9 Volt dann stehen, weil das ist so, finde ich, eine günstige Größe so für diese Bastelprojekte. Ja? Und das kommt in das Gehäuse rein. Dann noch ein bisschen Platine mit diesen USB-Steckern und die Schalter. Das ist eigentlich mehr eine mechanische Arbeit. Ja, ist weniger jetzt viel Elektronik dabei. Wird dann wieder, die Gehäuse werden gegeneinander wieder magnetisch verriegelt, dass man das schön aufeinander stellen kann. Ja, wird ein bisschen, wie gesagt, wir werden ein bisschen mechanisch arbeiten jetzt, einfach um an den Frontplatten dann die Fräsungen zu machen für diese kleinen Schalter und solche Geschichten. Ja, das ist so ein bisschen Frickelarbeit. Naja, gut, gehen wir es an. So, ich habe jetzt hier das Netz, die untere Halbschale von dem Gehäuse, ne? Und so in dieser Art soll das Netz da rein. Und ich habe jetzt hier schon mal freihändig einen Durchbruch rein gefräst. Ja, da kann dann
dieser Einstellregler von dem Letzteil ist dann nach unten, von unten her zugänglich. Ja, da kann man also im Nachhinein, ohne Gehäuse zu öffnen, dann die Spannung nochmal einstellen. Ja? So, als nächstes muss ich mir jetzt natürlich Gedanken machen, wie befestige ich das Netzteil. Da muss ich mir jetzt, glaube ich, jetzt ehrlich gesagt noch keine Idee. Da will ich jetzt einfach mal ein bisschen in der Bastelkiste kramen und da wird sich dann schon was finden, ob ich da Stehbolzen aufklebe, wo ich das dann verschraube oder irgendwas, einen Überwurf mache oder so. Ich muss mal schauen. Na, es muss ja dann auch ein bisschen sicher sein, dass man hier an keine spannungsführenden Teile nachher kommt und sowas. Naja, muss man schauen. Das ist jetzt der nächste Schritt, das Ding befestigen. Na, alles klar? Mal so ein Tool aus der Urzeit, ein Nagelbohrer, habe ich gerade gefunden. Das ist ganz praktisch. Ja. Also, weiß ja nicht, ob sowas heute überhaupt noch gibt, ob sowas überhaupt jemand verwendet. Ja, man, sieht man das? Jetzt mal so ein bisschen weiter weg. So. Für feinmechanische Arbeiten natürlich eine coole Geschichte. Ja. Ich glaube, sowas gibt es heute gar nicht mehr. Im Normalfall verwende ich für so eine Arbeiten halt auch einen ganz normalen Dremel. Ja, und dann klappt das auch ganz gut. Ja. So, aber zum Vorbohren ist ein Nagelbohrer genau das Richtige. Jetzt werden wir mal sehen, ob wir dann irgendwie Löcher einkriegen. Perfekt. So. Ich habe jetzt hier für die Platine Befestigungselemente gefunden. Ja, das sind also, ich weiß gar nicht, wo sie herstammen, von irgendeinem Einschubsystem. Das sind so eine Plastikelemente. Dort kann man eine Durchlassschraube reinsetzen. Ja. Die waren in Einschubsystemen, um dann die Module zu verschrauben. Ja, halt so Sachen, die man in einer Bastelkiste liegen hat. Und dort habe ich hier so ein Element hier rangesetzt. Ja, und das kann man dann natürlich wunderbar wiederum verschrauben. Ja, und damit kann man so eine Platine befestigen. Hier drüben kommt die zweite hin. Und da gibt es dann die Durchbrüche im Gehäuse, die ich jetzt gerade mache. Und dann kann man das schön verschrauben. Ja, eine ist festgeschraubt an der Platine, die andere wird die Platine nur klemmen. Ja. So, jetzt werden wir mal für die zweite. Ach so, und dann habe ich hier an der Gehäuseschale noch zwei alte Gummifüßchen angebracht. Einfach um die Höhe auszugleichen, ja, sodass da diese Platine gerade drin sitzt, weil durch diesen Einstellregler hat es halt an der einen Seite eine gewisse Höhe und das muss ich ein bisschen ausgleichen. Ja, also man sieht schon hier die Befestigung, das haut schon ganz gut hin. Habe ich jetzt auch richtige Bohrchen? Jawohl. Perfekt. So, jetzt die zweite. Die wird natürlich auf Klemmbasis funktionieren. So. Anstechen. Und unseren patentierten Nagelbohrer zum Vorbohren. Schlechtes Licht. So. Wunderbar. Und die Bohrung selber. Noch ein bisschen entgraten, wie wir es gelernt haben. So. Wunderbar. Jetzt gucken wir mal, ob das reinpasst.
eine Schraube hier setzen. Ich werde es natürlich wieder rausnehmen müssen, dann, da ich ja dann die ganzen Kabel dann noch anlöten muss. Schrauben, mal gucken, ob es von der Länge reicht. Jawohl, das sieht gut aus. So, und hier kann man eben diese Überwurfmutter, die kann man auch ein bisschen rausdrehen wieder. Und so kann man quasi diese Höhe von diesen Füßchen, die kann man einstellen. Die ist jetzt ein bisschen flach noch. Ja, und dann drehen wir es ein bisschen raus. Und dann kann man sich das hier schön einstellen. Ja, es ist aber gut, wenn man einen Haufen Schrott in der Bastelkiste hat. Das sind so Sachen, die würde man im Normalfall eigentlich wegschmeißen, aber naja, wie es so ist, ne? Es ist wunderbar, wenn man es dann beim Basteln irgendwo rumliegen hat. Ein Mütterchen. Könnte theoretisch Nahrung kontern, damit sich da beim Transport nichts löst oder ein Zahnring drunter legen. Der ist noch ein bisschen hoch, die eine Seite, die werde ich noch mal korrigieren. Das gefällt mir so. Ja. Ist natürlich jetzt nichts für Leute, für reine Schwachstromer, weil wir ja hier auch mit 220 Volt arbeiten, also bei diesem Schaltnetzteil liegen hier 220 Volt an. Und also Leute, die einen Hang zu Rauchwolken haben oder überhaupt keine Ahnung von der Sache, Finger weg. Ja? Finger weg. Das ist was. Das ist jetzt nicht für jedermann. Ließe sich das da noch drehen? Ja. Ja. Ist ein bisschen straff so. Ich könnte natürlich hier an der hinteren Seite auch noch ein paar Füße setzen. Ach, das lassen wir so. Ist okay. Jawohl, hält perfekt. Ja, Netzteil, Mission erfolgreich, Netzteil befestigt. Netzteil befestigt. Jetzt haben wir das nächste, und zwar haben wir die Anschlussschnur. Jetzt gucke ich mal. Die ist hier. Jawohl. Die habe ich also ausgelötet erstmal. Und dafür brauchen wir für diese Zugentlastung jetzt einen Durchbruch. Ja, den muss ich jetzt hier an der Rückfront reinfräsen, ja, sodass dort unser Anschlusskabel dann gesteckt werden kann. Ja. Und halt auch zugentlastet ist. Ja. Ich muss dann noch sehen, wie ich hier noch irgendwie eine Plastik Platte einklebe von innen, so dass man, wenn hier das Gehäuse nachher zu ist, haben wir hier den Bereich mit dem Netzteil, und diese Metallteile sollte man möglichst nicht berühren, da liegt mit Sicherheit irgendeine Spannung an. Ja, das muss dann zu sein, und da kommt dann noch was davor. Ja, damit wir da sicherheitstechnisch dann noch sauber sind. So, und schon haben wir unseren Durchbruch fertig für unser Netzkabel, ja, inklusive Zugentlastung. Ja, ich habe jetzt hier, das ist schon angelötet,
Ich habe jetzt hier einen Durchbruch eingefräst, ja, und da kann man das Kabel dann mit dieser Zugentlastung arretieren und das ist dann richtig ordentlich fest. Ja. So, nächste Station. Unsere Frontplatte und die entsprechenden Schalter. Ja, und dann muss ich jetzt erstmal überlegen, ob ich die LEDs einfach von innen durchstrahlen lasse oder ob ich einen passenden Durchbruch mache. Vielleicht noch mit einer Halterung. Ich habe auch Halterungen für LEDs für so eine Durchführung. Das muss ich jetzt erstmal sehen. Weiß ich noch nicht. Wird mir schon einfallen. Schlückchen Bier und dann kommt das schon. So, der nächste Abschnitt ist verbracht. Ich habe die Fräsarbeiten hier an der Frontplatte abgeschlossen. Ja, die drei Schalter sind jetzt drin. Und ich werde das von hinten beleuchten mit LEDs oder dazwischen. Muss ich mal schauen. Das gucken wir mal. War ganz interessant. Mit Plexiglas ist ja immer ein bisschen schwierig zu arbeiten. Muss man sehr langsam vorgehen, weil das dann sonst anfängt zu schmieren. Und diesen Fräseinsatz dann verklebt und dann hart wird am Fräseinsatz. Aber wenn man es dann wieder raus hat, geht es eigentlich ganz gut. Ja. So, jetzt werde ich mir Gedanken machen über die Platine, die jetzt hier reinkommt und welche dann die Buchsen trägt. Ja. Muss ich mal schauen. Bin ich jetzt noch nicht so. Ist wieder so eine Sache mit der Bastelkiste. Ja, gucken, was ist da. Und ein bisschen was fräsen hinten noch, dass die Buchsen dann rauskommen. Ja. Und dann wird verdrahtet. Und dann muss ich noch eine ganze Menge Kabel basteln. Eine ganze Menge Kabel basteln. Wenigstens zwei. Ja. Schauen wir mal. Jo, auf geht's. So, es ist vollbracht. Ich habe alles fertig. Im Wesentlichen, jawohl. Hier sehen wir mal das Ergebnis. Sieht natürlich sehr gegenüber dem Kabelwust, was vorher war, sehr aufgeräumt aus. Ja, ich habe hier schon die ganzen Kabel angefertigt. Ich habe auch schon zugeschraubt und das ist auch schon magnetisch verriegelt hier. Ja. Hier haben wir ein kleines Kabel. Wir haben hier diese drei Gruppen, die wir schalten können dann auch vorne. Ne. Auf der ersten Gruppe habe ich jetzt den Hive und den Monitor, den kleinen TV. Auf der zweiten Gruppe habe ich hier den CPM-Puter und auf der dritten Gruppe habe ich zum Testen jetzt einfach mal eine LED-Lampe draufgesteckt, die ich hier so rumliegen hatte. So, jetzt schauen wir uns das hier einfach mal im Betrieb an. Ist jetzt natürlich keine große Geschichte. Ja. Ja. Mal anschmeißen. Mal anwerfen. So, erstmal den Hive. Den brauchen wir nicht. Ich habe hier jetzt keinen VGA-Monitor dran. Deswegen müssen wir jetzt mal umschalten auf TV. Dauert einen kleinen Augenblick. Jawohl, da sind wir. Ja. Ja, wunderbar. Jetzt haben wir hier auf der zweiten Gruppe unseren CPM-Puter. Da sehen wir jetzt nichts, weil wir jetzt auch kein Terminal gestartet haben. Ginge eh bloß mit VGA. Und auf der dritten Gruppe haben wir unsere LED-Lampe. Ja, ich finde das eine schöne Sache. Es ist auch so geworden, wie ich es mir so vorgestellt habe. Sieht schön aufgeräumt aus. Und bietet natürlich, hier werde ich die LEDs mal noch ausrichten, sehe ich gerade. Die sind so ein bisschen, wahrscheinlich beim Zuschrauben, haben sie sich verschoben. Ist auch so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, und bietet jetzt natürlich das Potenzial, weitere Module anzuschließen. Braucht man bloß ein bisschen Käbelchen dafür. Beziehungsweise dann auch, ich habe hier vor, so eine Art Experimentierboard mit dem Propellerchip zu machen. Und das kann man dann auch, könnte man dann auf Gruppe 3 legen und kann man dann direkt am Gehäuse schalten und dann damit auch speisen. Ja? Das ist also ein relativ potentes Netz,
Teil für so ein Dingens. Da, bei 9 Volt hat er 5 Ampere. Ich glaube, das war nicht ganz. 5 Ampere ist dann wahrscheinlich die Leistung, wo er abbrennt. Aber ich sag mal, so 2-3 Ampere wird er wohl schon verkraften. Und das ist doch zum Basteln eine schmucke Geschichte. Ja. So, hier haben wir mal das fertige Modul. Hier haben wir ja das Netzteil, das haben wir ja vorhin schon gesehen. Ne? Hier die Platine mit den drei Buchsenleisten. Ja? Und hier vorne noch eine kleine Platine für die LEDs. Und dann an unserer Frontplatte die Schalter. Ne? Alles schön verdrahtet mit Steckverbindern. Nichts Großes, nichts Aufwendiges. Aber bietet natürlich viele Möglichkeiten, jetzt weitere Module in unserem System einfach mit anzustecken, mit anzustöpseln und dann dadurch, dass man das auch in drei Gruppen schalten kann, ja, hier habe ich jetzt zum Beispiel mal die LED-Lampe mit dran, kann man natürlich dann auch für Experimente, die man auf dem Tisch durchführt, mit dem Propeller-Demo-Board oder anderen Systemen, kann man dann komfortabel von der Frontplatte schalten. Ja? Wie gesagt, das Netzteil 9 Volt ist es eingestellt jetzt, 5 Ampere. Das reicht für so einiges aus und ist natürlich dann ein schöner, übersichtlicher Verdrahtungsaufwand. So, die magnetische Verriegelung ist soweit fertig. Man kann jetzt also jedes Modul auf ein anderes setzen und das ist dann, wird dann durch Neodym-Magnete am Platz gehalten. Was natürlich praktisch ist, da diese teilweise die Module ja sehr viele Anschlüsse haben und das sehr steif ist. Ja, der Turm würde sich also normalerweise ständig irgendwie verschieben durch diese starren Kabel und das würde nicht so toll aussehen. Dann habe ich überlegt, was könnte man machen? Man könnte es natürlich irgendwie verschrauben, aber das ist alles irgendwie aufwendig und auch beim Lösen dann ein bisschen schwierig. Und so habe ich dann bei jedem Modul, hier sieht man das mal, das ist der CPM-Puter, das Modul, an der Unterseite Neodym-Magnete aufgeklebt. Sowie an dem Modul, darunter liegenden Modul, auch an der Oberseite. Ja, und die sind dann passgenau bei jedem Modul. Den Abstand, die Höhe, kann man dann einstellen, indem man hier einfach weitere solche Neodym-Elemente draufklickert. Und damit kriegt man auch die Haltestärke eingestellt. Ja, und dann kann man dann jedes Modul hier aufsetzen. Und das passt immer perfekt, der Turm. Ja. Ist dann auch ein bisschen flexibel, ja. Das ist eigentlich eine schöne Geschichte.